Der Mann, der seit vielen Jahren die Münchner Sicherheitskonferenz leitet, Deutschlands wichtigste außenpolitische Konferenz in diesem Bereich, heißt Wolfgang Ischinger und der ist uns nun aus Berlin zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Ischinger. Guten Morgen. Wir haben die deutlichen Worte der Kanzlerin gerade gehört. Moskau wiederum kritisiert das Vorgehen Deutschlands scharf. Was bedeutet das, dieser Fall, für die deutsch-russische Beziehung? Ich fürchte, man kommt um die Erkenntnis nicht herum, dass wir leider, sage ich jetzt als jemand, der über viele Jahre an den deutsch-russischen Beziehungen versucht hat, positiv mitzustricken, ein neuer Tiefpunkt, leider. Russland zweifelt die Vergiftung an, sagt aber gleichzeitig, man sei zu Kooperation bereit. Ist das aus Ihrer Sicht ernst zu nehmen oder ist das nur Taktik? Also man muss natürlich diese ersten russischen Ankündigungen ernst nehmen und sozusagen Russland, den Kreml, beim Wort nehmen. Meine Hoffnung, dass anders als im Fall Skripal, nicht wahr, der Fall in London vor ein paar Jahren, oder dass anders als bei dem sogenannten Tiergartenmord, die russische Seite tatsächlich aktiv, transparent an Aufklärung solcher Verbrechen sich beteiligt. Meine Erwartungen sind nicht gerade besonders groß, weil in diesen anderen Fällen eben gar nichts passiert. Ja, die Frage ist nach diesen harten und deutlichen Worten der Kanzlerin gestern, was soll man dann tun, wenn da gar nichts passiert? Interessanterweise hat, und ich finde das auch völlig richtig, die Bundeskanzlerin ja darauf hingewiesen, dass die Reaktionen mit den Partnern in EU und NATO abgestimmt werden sollen, dass also gemeinsame Entscheidungen getroffen werden sollen. Das kann sozusagen ein breites Spektrum von Maßnahmen abdecken. Es gibt diplomatische Maßnahmen, man kann mal wieder ein paar russische Diplomaten oder Geheimdienstmitarbeiter ausweisen. Das führt dann dazu, dass die russische Seite uns genauso behandelt. Man kann Botschafter zur Berichterstattung zurückrufen. Das ist aber natürlich alles eigentlich nur Geplänkel. Die Frage ist, was muss sonst auf den Prüfstand? Und ich denke, wenn wir tatsächlich mit den Partnern gemeinsam hier eine klare Botschaft nach Moskau schicken wollen, dann müssen in der Tat auch die Wirtschaftsbeziehungen auf die Tagesordnung. Und das würde bedeuten, dass man tatsächlich, das ist ja von anderen auch schon gefordert worden, auch das Projekt Nord Stream 2 nicht draußen vorhalten kann. Ob man tatsächlich Nord Stream 2 abbrechen will, das steht ja kurz vor der Vollendung, halte ich für eine sehr komplexe Frage. Aber das muss mit auf den Prüfstand. Aber wenn das die deutsche Bundesregierung jetzt, sage ich mal, als Druckmittel wirklich aktiv einsetzt, dann erreichen wir ja einen komplett neuen Stand der Eskalationsstufe. Naja, also ich glaube, klare Kante ist notwendig und richtig, insbesondere nach den jetzt gemachten Ankündigungen der Bundeskanzlerin höchstpersönlich. Das ist ja nicht einfach irgendein Sprecher der Bundesregierung. Auf der anderen Seite ist es auch richtig, und das will ich mit großem Nachdruck sagen, wir dürfen auch keinen Totalboykott Russlands fordern oder durchführen. Wir brauchen Russland in der Klimapolitik, in der Ukraine-Politik, in vielen anderen Bereichen. Also wir können jetzt nicht sozusagen hier eine Mauer hochziehen zwischen dem Westen und Russland. Das wäre ein Schritt oder mehrere Schritte zu weit. Aber irgendwo in der Mitte dieses Spektrums zwischen nur diplomatischen Gesten und einem Totalboykott ist der richtige Mittelweg zu finden. Wir brauchen eine klare Kante gegenüber Russland, sagt Wolfgang Ischinger, der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz zum Fall Nawalny und den möglichen Konsequenzen. Danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank.